Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf Stoner Frank und Frei und heute geht es wieder um das Thema Geostrategie und ich habe einen Gast hier bei mir, der ein paar neue Blicke, ein paar neue Blickwinkel auch hat auf dieses Thema und ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen im Stoner Studio, Sven Hausdorf. Ja, Stoner, herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Das ist tatsächlich eine große, große Freude. Ich bin ein großer Fan tatsächlich von deiner Arbeit und natürlich auch von Nuoviso. Und ich freue mich hier endlich mal in den Leipziger Studios von Nuoviso zu sein, in der Hardenbergstraße, wie wir das in der letzten Sendung schon besprochen haben, in der Skull & Bones Straße von Nuoviso. Ja. Ja, freut mich auch sehr, dass du gekommen bist. Und du bist ja nicht nur Gast hier, sondern tatsächlich bist du ja schon immer in der weitesten Nuoviso-Familie. Du warst auch schon einige Male bei Homeoffice mit am Start und so haben wir uns auch kennengelernt. Und jetzt hast du mich darauf angesprochen, auf ein Video, was ich vor kurzer Zeit gemacht habe, wo es über Geostrategie ging, Geostrategie 23. Und da hast du drauf reagiert, hast mich kontaktiert und da haben wir auch ein bisschen geplaudert und da sind ein paar sehr interessante Gedanken, finde ich, die du aufzeigst, ein paar neue Blickwinkel. Aber zuerst mal die Frage, was an dem Video hat dich da eigentlich so abgeholt oder welches Thema, weil ich habe ja über mehrere Dinge gesprochen, was ist so, was dich auch an der Geostrategie 23, an der aktuellen Situation fasziniert? Ich glaube, die These, die du aufgestellt hast, dass das, was man generell in unseren Kreisen als New World Order oder neue Weltordnung beschreibt, anscheinend jetzt nicht mehr so aktiv verfolgt wird, wie wir das in den letzten 20 oder 30 Jahren, insbesondere aber nach dem Ende der Sowjetunion erleben konnten. Und dass dir einige Symptome in der heutigen Geopolitik aufgefallen sind, die mir auch aufgefallen sind. Wir sehen zum Beispiel, dass diejenigen, die wir sonst als die Globalisten schlechthin beurteilen würden, das wären die Vereinigten Staaten von Amerika, sich Stück für Stück aus der Welt zurückziehen und es keine diplomatischen Initiativen mehr gibt, es auch keine Boots on the ground mehr gibt. Also der letzte große Krieg war ja in Afghanistan und Irak. Seitdem scheinen die Amerikaner nicht mehr daran interessiert zu sein, ihre Truppen irgendwo hinzuschicken, um Länder zu überfallen. Und wir sehen andere Player, die auf einmal auf der Bühne auftreten und sich in die Geopolitik, ich würde nicht sagen einmischen, aber die versuchen, Initiativen zu ergreifen. Und das Land schlechthin, was du da auch angenannt hast, war China. Insbesondere die Friedensbemühungen zwischen Saudi-Arabien und Iran, die stark von den Chinesen beeinflusst wurden. Und ich habe dir in vielen Sachen recht gegeben. Die Globalisierung, die scheint nicht mehr forciert zu werden von dem großen Player, der sie ursprünglich forciert hat. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich habe mich hier einer These von Peter Zeihan bedient, von dem ich auch zwei Bücher mit habe. Einmal The Absent Superpower und The End of the World is Just the Beginning. Und er spricht davon, dass die Globalisierung eine Erfindung der Amerikaner war, die sie benötigt haben, um sich eine Allianz zu erkaufen, in dem Fall die NATO. Und dass die NATO und die globalisierte Welt für die Amerikaner nun nicht mehr von Bedarf sind, weil sie keinen wirklich großen Feind mehr haben und weil der größte Konkurrent, der sich für sie darstellt, und das sind die Chinesen. Und die Chinesen die globalisierte Welt wesentlich mehr brauchen als die Amerikaner selbst. Und sie deswegen kein Interesse mehr haben, diese aufrechtzuerhalten, weil sie, wie gesagt, ihnen selbst nichts mehr bringt und tatsächlich ihren größten Konkurrenten fördert. Und dass wir daher die Bemühungen der USA sehen oder die nicht mehr existierenden Bemühungen, diese Ordnung aufzuhalten. Und wir deswegen in ein Zeitalter der Deglobalisierung hereinlaufen. Was ich tatsächlich ein bisschen befürchte. Ich denke, dass die Auswirkungen der Globalisierung im Groben und Ganzen für die Menschheit eine positive waren und dass die Übergangsphase, die wir erleben werden in den nächsten Jahren, unangenehm wird. Dass die Lebensart, wie wir sie eigentlich kennen, enden wird. Stimme mit dir aber überein, auf mittelfristige und langfristige Sicht kann das eigentlich nur was Positives sein. Denn die Art und Weise, wie wir gewirtschaftet haben und wie wir heute noch wirtschaften, ist nicht nachhaltig und hat nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun. Und es macht einfach mehr Sinn, wenn Produkte dort erzeugt werden, wo sie auch benötigt werden und wo sie auch gekauft werden. Sehr interessant. Jetzt hast du schon ein bisschen so deine These und über was wir heute sprechen wollen, schon mal ein bisschen abgesteckt. Ich wollte aber, bevor wir jetzt voll tief reingehen, auch noch mal was von dir wissen. Wie kommst du überhaupt zu dem Thema Geostrategie? Wie kommt deine Expertise da zustande? Und wie kommst du damit, dass du dich so intensiv mit diesem Thema auch beschäftigt hast? Ja, also Politik und Geschichte hat mich von klein an schon sehr interessiert und wurde tatsächlich auch von meinen Eltern immer sehr gefördert. Insbesondere, wenn es um die deutsche Geschichte geht. Also das fing natürlich dann an mit der Geschichte des Ersten Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges. Und ich habe mir dann auch Fragen gestellt, wie kommt das eigentlich dazu, dass gewisse Player, gewisse Staaten handeln, wie sie handeln. Und bin dann
auf verschiedenen Wege, erst natürlich als Jugendlicher durch die sogenannte Mainstream-Presse und dann später durch die alternativen Medien, immer tiefer in das Thema eingetaucht und habe für mich festgestellt, dass auf beiden Seiten immer valide Punkte angesprochen werden, aber auch eine ganze Menge Punkte, mit denen ich nicht übereinstimme. Dass ich das Gefühl habe, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und seitdem befinde ich mich auf der Suche nach der Wahrheit und versuche, die in der Mitte zu finden. Ich sag mal, ein großes Ding für mich war damals, als ich Jugendlicher war und es gab Wikipedia. Also die ersten Versionen von Wikipedia, als die rausgekommen sind und ich dachte so, oh mein Gott, das ist freie Wissen, zugänglich über alles und du bist auf einem Artikel und klickst auf drei weitere durch. Und dann ging bei mir eigentlich die Suche nach Wahrheit los. Und dann natürlich auch, weil ich mich so für Geschichte und Politik interessiere, natürlich auch nach Geopolitik und Geostrategie. Ja, sehr interessant. Sehr ähnlich wie bei mir auch. Also jetzt nicht ein studierter Geostratege oder ist es einfach ein Freelancer, ein freier Geist, der sich halt einfach mit diesem Thema beschäftigt. Und das ist vielleicht sogar manchmal besser, als wenn man zu sehr in so einer Ausbildung drin ist. Ganz viele von diesen Leuten, die in Thinktanks stecken, die sind ja auch nicht wirklich freie Denker, sondern sie sind auch educated, also wurden auch hinerzogen zu einem gewissen Denken, zu einer gewissen Perspektive. Und umso erfreulicher finde ich es dann auch, wenn freie Geister, die auch selbst denken, irgendwie aus allen anderen möglichen Lebensbereichen kommen. Weil das ist, glaube ich, auch ein Phänomen unserer Zeit, egal bei was. Wir dürfen nicht mal alles irgendwelchen Experten überlassen. So. Sondern man muss auch selbst versuchen zu reflektieren und vielleicht ein paar Fäden zu verknüpfen. Ohne allerdings jetzt auch in so eine Überheblichkeit abzudriften, boah, wir checken das alles. Aber das ist uns auch klar. Wir leben in bewegten Zeiten. Und auch wenn wir nicht den Anspruch haben, alles erklären zu können, so ist es trotzdem wichtig, irgendwie zu versuchen, halt die Dinge zu analysieren, so gut wir es halt können. Und ja, du hast ja schon die Richtung angedeutet. So meine erste Frage ist, welche Symptome siehst du denn, dass so die herkömmlichen Globalisten, mit denen wir uns die letzten Jahrzehnte, also auch in Aufklärungsarbeit auseinandergesetzt haben, welche Symptome siehst du, dass diese Globalisten nicht mehr so stark sind, dass dieser Zug vielleicht nicht mehr so deutlich in diese Richtung geht, gerade in den USA, dass die sich ein bisschen mehr zurückziehen? Welche Symptome siehst du da, die dich dazu bringen? Wir sehen, dass gerade in den USA die Politik in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer isolationistischer geworden ist. Man ist also immer weniger auf den Trip, sich großartig einmischen zu wollen oder sich zu öffnen für andere Länder, sondern geht mehr auf dieses, Donald Trump hat das geprägt, als America First. Und eigentlich war der letzte Präsident, der sich noch großartig für Außenpolitik interessiert hat, war George H.W. Bush. Und der gilt in vielen auch als der wahrscheinlich fähigste Außenpolitiker, den die USA jedenfalls hatten. Jedenfalls in den USA. Die sehen den als sehr fähig an. Und dann, unter Bill Clinton gab es noch ein paar Initiativen. Wir reden von dem Camp David-Frieden zwischen Israel und Palästina. Wir sahen dann unter George W. Bush noch mal zwei verheerende Kriege in Afghanistan und im Irak. Und das schien irgendwie das letzte Aufbäumen des amerikanischen Globalismus zu sein. Und danach kümmern sie sich eigentlich nicht mehr darum. Und wir sehen hier auch, dass die Länder, die sich vorher darauf verlassen haben, dass die USA diese Rolle einnehmen, jetzt, wie die Chinesen zum Beispiel, immer mehr feststellen, dass sie sich darauf nicht verlassen können und deswegen ihre eigenen Initiativen ergreifen. Wenn es darum geht, inwiefern möglicherweise Globalisten Einfluss auf die Menschheit haben und inwiefern vielleicht die Bevölkerung sich dem entgegenwehrt, da denke ich, war Covid ein sehr schönes Beispiel. Wir haben gesehen, dass es natürlich in gewissem Maß, erschreckendem Maße funktioniert hat, dass globale Institutionen und Strukturen, wir reden von der WHO zum Beispiel, gewisse Politiken oder Schritte vorschreiben, aber selbst bei den Leuten, die damals die größten Zeugen Coronas waren, ist heute langsam die Erkenntnis gereift, dass viele von diesen Schritten einfach übertrieben waren und dass sie nicht hilfreich waren. Und ich denke, obwohl ich vorher gedacht habe, dass das vielleicht ein Einfallstor sein könnte für zukünftige Pandemien, ich glaube, dass die Menschen mittlerweile die Nase voll haben. Und einer der Gründe ist natürlich auch, dass wir alle miteinander kommunizieren können auf der ganzen Welt. Wir können mit Chinesen reden, wir können mit Amerikanern reden, wir können mit Russen reden, wir können mit Leuten aus Südafrika quatschen und wir können uns als Bevölkerung immer mehr vernetzen. Und diese Opposition zu diesem, was wir als New World Order bezeichnen würden, also das Kontrollieren von oben, die ist einfach zu groß geworden. Die Menschen wollen über sich selbst bestimmen, die wollen in ihren eigenen Kommunen leben, die wollen in den eigenen Gemeinden leben oder vielleicht noch in den Nationalstaaten, aber wollen nicht beispielsweise aus Brüssel regiert werden oder aus Washington, sondern sagen, hey, ich würde gerne, dass das hier meine Crew macht in meinem Umfeld, die Leute, die ich kenne. Die Bewegung ist zu groß geworden. Wie man sagt, der Geist ist aus der Flasche raus und man kann ihn nicht mehr dahin zurückkriegen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und auch die Eliten gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Natürlich. Und gehen deswegen davon ab, diese Ziele weiter zu verfolgen. Vielleicht, weil sie ihnen auch nichts mehr bringen.
finde ich interessanter, diese ganze Corona-Geschichte zu bewerten. Und das ist natürlich auch ein sehr großer Komplex. Aber egal, wie es gekommen ist, also wie Corona gekommen ist, zweifellos hat man versucht, das zu orchestrieren, dass es möglichst einheitlich läuft auf der Welt. Aber meiner Wahrnehmung nach hat die WHO nie wirklich was kontrollieren können. Alle Länder haben das irgendwie unterschiedlich gemacht. Selbst innerhalb von Europa, so, wo doch die Länder eng zusammengewachsen sind, auch Strukturen, EU und so weiter. Selbst dort war ein Riesenunterschied zwischen Deutschland und unseren Nachbarländern. Ne? Ich kann mich noch erinnern, am Anfang, wie auf einmal Grenzen geschlossen werden und der Verkehr nicht mehr läuft. Also da hat dann auf einmal, wenn so eine Ausnahmesituation kommt, egal wie wir die bewerten, ob zu Recht oder nicht, aber in der Ausnahmesituation, welche Strukturen haben denn gegriffen? Und dann hatte ich teilweise den Eindruck, dass selbst das Ordnungsamt in meiner Heimatstadt oder wo ich lebe, mehr Einfluss hat auf mein Leben als irgendwelche Politiker in Brüssel. So. Die Entscheidungen, die da getroffen wurden, die haben viel direkteren Einfluss gehabt. Ich musste in den Nachrichten zeitweise dann gucken, was hat der sächsische Ministerpräsident gesagt? Was sind die Regeln in Sachsen? Weil die schon wieder in Bayern woanders sind oder in Thüringen. Also mein Eindruck war, dass möglicherweise war das durchaus geplant, sagen wir mal, diese ganze Corona-Krise vielleicht zu nutzen, um irgendwie größere globalistische Strukturen zu entwickeln. Vielleicht war es geplant, ich bin mir auch gar nicht so sicher. Aber wenn es geplant war, dann hat es nicht unbedingt gut funktioniert. Sondern aus meiner Sicht hat doch diese ganze Corona-Geschichte sogar dazu beigetragen, die ganzen Schwächen von diesen globalen Strukturen offenzulegen. Nicht zuletzt ist die epidemiologischen Wege, also wie sich so eine Krankheit verbreitet. Das hat auch zu tun mit der Globalisierung. Dass wir eben überall vernetzt sind, dass ständig die Leute zwischen den Kontinenten hin und her fliegen. Und nicht nur jetzt wegen Urlaub oder sowas, sondern dass einfach unsere Businesswelt so sehr vernetzt ist. Und das hat erst dazu beigetragen, dass sozusagen das Problem so groß wird, dass es eben nicht regional ist und man sagt, na gut, da gab es in Asien halt eine Seuche, eine Infektion, aber jetzt ist auf einmal ein globales Problem. Und das ist nur ein Punkt, wo ich so das Gefühl habe, wenn ich die Welt 2023 anschaue, dann sind wir weiter weg von diesen globalistischen NWO-Plänen, als wir das noch vor der Corona-Zeit waren. Ne? Ja. Siehst du das ähnlich? Ich sehe das auch. Und das, was du sagst, ist das ideale Beispiel. Die Maßnahmen in Deutschland, also wir haben ja nicht nur Unterschiede zwischen den europäischen gut vernetzten Staaten gesehen, sondern wir haben ja wirklich auch Unterschiede zwischen den Ländern gesehen. Und ich würde auch argumentieren, auch zwischen verschiedenen Kommunen, ja. Je nachdem, wie das Ordnungsamt damit umgegangen ist, je nachdem, wie die Polizei damit umgegangen ist. In dem einen Land wurden Väter den Schneeberg verfolgt, weil sie ohne Maske rodeln gehen und es gab illegale Kindergeburtstage. Und in dem anderen Bundesland hat man irgendwann gesagt, hey, lass das mit den Masken im Supermarkt sein. Wen interessiert das schon? Und tatsächlich ist genau das passiert. Die Menschen haben Vertrauen in das globale Netzwerk verloren, in die Eliten verloren und haben sich dann eher an ihre regionalen Herrscher, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ist natürlich ein komisches Wort in dem Fall, aber eher an die gewandt und gesagt, nee, lass uns das mal lieber kommunal regeln. Und das Bewusstsein, dass man auf diese Pandemie tatsächlich eher nur regional zugehen kann. Das war vielen Leuten klar. Deswegen gab es ja die Ministerpräsidentenkonferenz. Deswegen haben die Leute ja gesagt, wir müssen das eher bei uns schauen. Wie sind die Infektionszahlen in der Stadt, in dem Ort und können dementsprechend die Maßnahmen durchsetzen. Also ich stimme dir dazu. Ich bin da deiner Meinung und sehe das ähnlich. Und auch die wirtschaftlichen Verwerfungen, die diese ganze Corona-Krise heraufbeschworen hat, auch die zeigen doch die Schwächen von dieser Idee, wir bilden dieses Global Village, wo wir dann richtig schöne Arbeitsteilung machen, hey, die Produktion, die schicken wir irgendwo nach Fernost oder sonst wohin, irgendwelche Länder, die halt, wo halt die Produktionskosten wesentlich niedriger sind, den Konsum steigern wir hier und so weiter. Diese ganze Idee von einem Global Village hat ja da auch ihre Schwächen gezeigt. Auf einmal dann eben die Lieferketten blockiert sind, auf einmal, wenn China einen großen Hafen wie Shanghai einfach mal dicht macht, dann stauen sich dort die Schiffe, dann kommen wieder Dinge, Just-in-Time-Produktion, die Dinge kommen nicht rechtzeitig bei uns an. So kommt alles ein bisschen stocken. Und das hat ja auch eigentlich das aufgezeigt, dass so diese Vision, Global Village, eine globalisierte Wirtschaft aufzubauen, dass die eben auch brutale Schwächen hat. Und dass es doch möglicherweise aus rein vernünftigen Gründen, wenn du jetzt Unternehmer bist, dass du überlegst, okay, vielleicht bringt es mir auch Nachteile, wenn ich alles outsource, sondern vielleicht bringt es auch Vorteile, möglichst viele Dinge im eigenen Land zu machen. Klar sind die Produktionskosten höher, aber du hast auch eine größere Rechtssicherheit, du hast eine größere Planungssicherheit. Mhm. Und ich glaube schon, dass da auch bei einigen Unternehmern, also die jetzt rein pragmatisch denken, dass sich dort auch so ein Umdenken gezeigt hat und dass vielleicht diese Idee von dem Global Village so super vorteilhaft gar nicht ist.
Das stimmt. Wir sehen, also wenn wir uns jetzt auf die USA konzentrieren werden, da ja auch eine große Bemühung, das wieder umzukehren. Eben die Produktionsorte in China wurden weitgehend geschlossen. Es gibt, glaube ich, nur noch eine Firma, die großflächig in China produziert, das Apple. Und selbst die sind interessiert daran, das weiter demnächst in die USA zurückzuholen. Die USA verlassen sich zum Beispiel nur auf ihre NAFTA. Also die produzieren und handeln eigentlich nur noch mit Kanada, sich selbst und mit Mexiko. Weil dort eine sehr enge Bindung, auch eine wirtschaftliche und finanzielle Bindung, also sicherlich auch eine kulturelle existiert. Und dem werden andere Länder nachziehen. Wir haben ja gemerkt, dass dann die Diskussion, wenn es um Medikamente ging, oh, wir kriegen unsere Medikamente aus Indien nicht oder wir kriegen sie nicht mehr aus China, ja, dann sollten wir sie vielleicht hier produzieren. Auch die Idee, dass du 1000 verschiedene Produktionsorte für ein Auto hast, also dass das dann, dort wird dieses Teil zusammengeschraubt, dort dieses und alles geht über Seewege, dass das nicht praktisch ist. Insbesondere, wenn wir uns vielleicht darauf konzentrieren würden, dass diese Seewege in Zukunft nicht mehr geschützt werden, weil keiner mehr das Interesse hat. Also in dem Fall gab es ja nur eine Person oder eine juristische Person, die USA, die diese Seewege für den Rest der Welt geschützt haben. Und das bringt denen nichts. Und dann müssen wir damit rechnen, dass in Zukunft die Produktionskosten, die momentan, glaube ich, unter 1% des Produktwertes ausmachen, demnächst wieder steigen werden. Und dann haben wir wieder die Möglichkeit, in unseren Ländern zu produzieren. Weil wenn die Produktionskosten vielleicht wieder auf 10% oder 25% des Produkts ansteigen würden, dann macht es einfach mehr Sinn, die Schuhe und die Autos und die Hochtechnologie in deinem eigenen Land zu produzieren. Sehr interessantes Thema. Da habe ich auch eben viel drüber gesprochen, über diese Sicherung der Seewege. Wie wichtig das ist, auch für so große Länder wie China, die dann Interesse daran haben, dass das alles stabil ist, dass der Handel reibungslos fließt, weil die dort extrem abhängig sind davon. Jetzt stellen wir beide fest, und das ist jetzt immer noch These, ich meine, wir diskutieren ja auch mal, stellen wir beide fest, hey, die USA ziehen sich da ein bisschen zurück. Das haben sie ja historisch schon öfter gemacht. Ich meine, die USA, wie wir sie kennen, also Leute unserer Zeit, da sehen wir, die USA ist der Weltpolizist, der überall rummischt, der auch natürlich stark hinter diesen globalen Strukturen steht, United Nations und die ganzen Subabteilungen und so weiter. Das sind die USA. Aber wenn du die Geschichte der USA anschaust, dann war die längste Zeit von ihrer doch durchaus kurzen Geschichte, die längste Zeit waren sie eigentlich ganz anders drauf. Da geht es um Thema wie, du hast es schon gesagt, Isolationismus, das ist letztens alles englische Übersetzung. Non-Interventionalism. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch macht. Nicht-Interventionalismus. Aber die Idee eben, sich rauszuhalten so. Hm. Isolationismus heißt, dass man komplett irgendwie sein eigenes Ding macht. Non-Interventionalism ist ein bisschen eine sanftere Variante. Da macht man trotzdem noch international vielleicht Verträge, aber man greift halt nicht ein. Hm. Kein Nation-Building, kein Regime-Change, keine Kriege. Das ist ja eigentlich, was die amerikanische Geschichte die meiste Zeit ausgemacht hat. Was man auch verstehen kann, Amerika selbst ist als Kontinent, hat alles, was es braucht, alles an Rohstoffen. Die könnten eigentlich sich auf ihr Ding konzentrieren und den Rest der Welt Welt sein lassen. Und so, das gab es auch früher eben, war das viel stärker, diese Position der amerikanischen Außenpolitik. Ich erinnere nochmal hier Monroe-Doktrin, das ist schon im 19. Jahrhundert, wo auch schon klar abgesteckt wird, hier amerikanische Sphäre, der amerikanische Kontinent und ey, Europa oder Asien, das interessiert uns nicht. Und wir halten uns da auch raus zwischen den Kriegen, die dort laufen. Und das war lange Zeit der amerikanische Staatsdoktrin der Außenpolitik. Und so richtig geändert hat sich das eigentlich erst im 20. Jahrhundert durch die beiden Weltkriege. Und vor allem dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da war die Situation dann komplett eine neue, wo Amerika dann gesehen hat, wir sind diese Supermacht auf einmal geworden. Und haben dann dort wahrscheinlich andere Möglichkeiten gesehen. Und jetzt, um dich wieder hier reinzuholen, die Abkehr, die wir jetzt hier konstatieren von den USA, von diesem geostrategischen, von dieser Dominanz, glaubst du, das ist eine bewusste Entscheidung aus pragmatischen Gründen der Amerikaner? Oder glaubst du, dass sie eigentlich gar keine Wahl haben? Dass es so ist, dass man einfach nicht für diese Vision, die komplette Welt zu dominieren, dass man dafür einfach nicht die Energie aufbringen kann, weder von Ressourcen, weder militärisch noch finanziell, die ganze Welt zu kontrollieren, ist halt nicht möglich. Also aus meiner Sicht. Ja. Glaubst du, die Amerikaner oder die Globalisten sind sozusagen gezwungen, jetzt ihren Traum abzugehen? Oder glaubst du, es ist wirklich eine rationale, bewusste Entscheidung, wo man sagt, okay, wir korrigieren jetzt einfach den Kurs, den wir fahren? Ne? Beides. Wir
ich würde davon ausgehen, dass es sowieso immer schwierig ist, alles zu kontrollieren und die ganze Welt zu kontrollieren. Und jedes Imperium, was das versucht hat, ist schlussendlich daran gescheitert. Diese Lektion dürfte auch bei den Amerikanern eingesickert sein. Und zweitens, weil sie es auch nicht mehr brauchen. Also wenn wir jetzt zu der Geschichte des Zweiten Weltkriegs kommen, also kurz zu der Geschichte des Handels. Also Menschen haben nie in großem Maße zwischenstaatlich gehandelt. Sowas gab es eigentlich nicht. Wer wichtig für Handel waren Straßen, die gab es tatsächlich sehr spät. Räder, also man geht davon aus, also Wagen, man geht davon aus, dass die alten Ägypter noch nicht mal über das Rad verfügten. Und wenn Handel stattgefunden hat, dann immer nur in deiner eigenen Einflusssphäre. Das heißt, gerade in der Vorkriegszeit vom Ersten Weltkrieg hatten wir verschiedene Imperien. Wir hatten die Briten, wir hatten die Franzosen, wir hatten die Deutschen. Und zwischenstaatlicher Handel war nicht großartig das Ding. Es gab eine heimische Schuhindustrie, Autoindustrie, Nahrungsmittelindustrie und es gab eher Kolonialwaren. Das heißt, ein Imperium ist eigentlich immer so verfahren, es erobert Gebiete und Zeug holt dann die Produkte raus. Und nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs hat sich das massiv geändert und alle Menschen konnten auf einmal miteinander handeln. Und das wurde von den Amerikanern forciert. Sie waren 1945 eigentlich the last man standing. Also das einzige Land, welches nicht eine Wirtschaft hatte, die komplett auf Kriegswirtschaft ausgerichtet war. Und sie waren das einzige Land, die noch eine nennenswerte Marine hatten. Und für die Amerikaner gab es dann ein großes Problem und das war die Sowjetunion. Das war der große Feind im Osten und das war die Nation, die ihnen auch bedrohlich werden konnte, insbesondere auch, wenn wir jetzt von Kernwaffen reden und ähnliches. Und sie suchten dann ein Militärbündnis auf, welches ihnen helfen könnte, sollte die Sowjetunion irgendwann mal ihren Imperialismus weitertreiben, für die Amerikaner und für amerikanische Interessen zu sterben oder zu kämpfen. Und in dem Fall war das natürlich Westeuropa, weil Russland war immer eine Landmacht und die Sowjetunion gegen die USA in den Krieg ziehen, dann brauchte man jemanden, der ihnen helfen kann. Und warum sollten Frankreich und Deutschland und England oder Spanien sich für amerikanische Interessen einspinnen lassen? Irgendwie musste man sie ja kaufen oder bestechen. Und die Amerikaner haben das Angebot gemacht, dass sie in Zukunft die Handelswege für jedes Mitglied ihrer Militärallianz schützen werden. Das heißt, statt Nationen, die vorher nicht großartig handeln konnten, weil sie keine Seemacht hatten, weil sie keinen Seezugang hatten, weil sie keine Handelsschiffe hatten, konnten auf einmal untereinander Produkte verkaufen und Nahrungsmittel und ähnliches. Und somit hat man sich dann in die Globalisierung genutzt, um dieses Bündnis zu kaufen. Und dieses Bündnis war dann irgendwann nicht mehr notwendig. Also der große Feind war weg. Die Sowjetunion ist zerfallen und die NATO existierte natürlich noch weiterhin. Und dann hatten wir diese, nach den 90er Jahren und den 2000ern, dieses eine Imperium, welches noch weiterhin seine militärische Macht ausnutzt und sich in die Belange anderer Länder einmischt. Aber spätestens seit den 2010er Jahren haben die Vereinigten Staaten dieses Imperium für sich nicht mehr gebraucht. Also vorher hatten sie noch ein großes Bedürfnis nach Öl und nach Gas und mussten das auch irgendwie sichern für sich und für ihre, natürlich auch für ihre Verbündeten. Weil wenn die globale Wirtschaft das Produkt ist, mit dem du deine Allianz erkaufst, dann brauchst du natürlich auch Öl, nicht nur für dich, sondern auch für den Rest der Welt. Weil sonst funktioniert das System nicht und die Allianz hat keine Berechtigung mehr. Und dann gab es einen technologischen Fortschritt in den USA, den Peter Zeihan hier in The Absent Superpower beschreibt. Das ist die Shale-Revolution, also die Schiefergas-Revolution, in dem die USA weltweit führend sind. Fracking. Genau. Das Aufbrechen von Schiefergestein und das Herausziehen von Gas und von Öl. Und die USA sind jetzt mit einer der größten Öl- und Gasproduzenten der Welt mit dieser Technologie und importieren zur jetzigen Zeit tatsächlich weniger Öl, als sie exportieren. Sie sind also komplett unabhängig. Und seitdem dieser Schritt vorgezogen wurde, durchgeführt wurde, brauchen sie die Globalisierung überhaupt nicht mehr. Sie haben sie auch vorher nicht wirklich gebraucht, weil nur 5% ihrer Handelsleistung überhaupt außerhalb oder Wirtschaftsleistung außerhalb der NAFTA stattfindet. Ich meine, 5% der Wirtschaftsleistung ist schon viel. Wenn die mal wegbrechen, wissen wir, das ist eine ordentliche Rezession. Aber wenn wir das jetzt mit China oder Deutschland vergleichen, dann sehen wir sind komplett abhängig vom Außenhandel, komplett im Handel mit anderen Ländern. Und somit benötigt niemand mehr von der amerikanischen Seite diese Handelswege für sich selbst. Wir sehen auch, dass sie nicht mehr die Struktur haben, also die militärische Struktur, um das durchzusetzen. Die Amerikaner haben ihre Marine so weit umgebaut, dass sie nicht mehr kleine Fregatten und Kreuzer haben, mit denen sie Handelsschiffe beschützen können, sondern sie haben sich zu diesen Superwaffensystemen entschieden. Sie haben 10 Flugzeugträger und 10 Supercarrier und damit eine Marine, die stärker ist als alle Marinen auf der Welt zusammen. Damit kann man aber keine Handelswege beschützen. Damit kann man vor die Küste eines Staates fahren und den hänseln und kann sagen, du machst jetzt, was ich will, oder ich mache dein Land kaputt. Aber Handelswege schützt du damit nicht.
Und gleichzeitig ist den Amerikanern aufgefallen, dass ihre größte Konkurrenz, die Chinesen, unbedingt angewiesen sind auf diese Globalisierung. Die Chinesen brauchen den Handel mit der Welt. Sie importieren 20% ihrer Nahrungsmittel. Sie importieren 80% der Stoffe, also Dünger, die sie brauchen, um ihre Landwirtschaft zu betreiben. Sie importieren 80% ihrer Energie, also in Form von Öl und Kohle und Gas. Und die Wirtschaft ist darauf ausgelegt, dass der Rest der Welt bei ihnen produziert, damit sie Geld verdienen können und dann die Sachen, die sie brauchen, um ihr Volk zu ernähren, einzukaufen. Und die Amerikaner sehen nicht ein, warum sie das jetzt weiter aufrechterhalten sollten, wenn es ihnen überhaupt nichts mehr bringt. Das heißt, aus deiner Sicht ist es, du hast gesagt, es ist beides, aber es ist durchaus eben eine strategische Entscheidung der Amerikaner, dass man sagt, also wenn ich dich richtig verstehe, korrigiere mich dann, aber dass die Amerikaner sehen, diese Globalisierung, diese globalisierenden Strukturen, die die Amerikaner geschaffen haben und wie du gesagt hast, auch mit allem bereit waren zu schützen, unter anderem auch Militär. Und da kommen dann diese ganzen, nach dem Zweiten Weltkrieg, ich weiß nicht, wie viele es sind, Kriege, wo USA mit involviert waren. Geht es ja immer darum, diese globale Struktur halt aufzubauen, zu schützen. Und meinst du, dass die jetzt sozusagen in der Analyse kommen, hey, das, was wir hier schützen, das bringt mehr dem Rivalen was als uns selber? Ich meine, wir stecken die ganze Energie rein, es kostet auch was, Militär und so weiter, die ganzen Ressourcen, wir stecken die rein. Aber den Hauptbenefit von unserer Arbeit, den ziehen eigentlich unser größter Konkurrent ab, der dann immer stärker wird. Und dass das sozusagen die Entscheidung ist, hey, weißt du was, jetzt ziehen wir uns mal zurück. Sollen noch mal die Chinesen schauen, wie sie die Straße von Malakka oder Straße von Hormuz, wie sie das auf Dauer sichern können. Meinst du, das ist sozusagen auch ein Teil der Motivation? So sieht's aus, ja. Also ich würde nicht behaupten, dass die Strategen in den USA jetzt eingesehen haben, oh mein Gott, die ganze Welt regieren, das ist vielleicht moralisch nicht okay und wir ziehen uns jetzt zurück und wir tun was Gutes für die Welt. Ich gehe davon aus, dass jeder Staat auf diesem Planeten eigentlich eiskalt seine eigenen Interessen durchsetzt. Und da gibt's keinen Unterschied, ob das jetzt Indien ist oder ob das Russland ist oder ob das Deutschland, na gut, Deutschland vielleicht nicht mit der Regierung, oder ob es die USA sind. Aber jeder hat eigene Interessen und die werden knallhart durchgezogen. Und die Amerikaner haben ein Interesse daran, dieses System zerfallen zu lassen und zerbrechen zu lassen. Und ich glaube eben nicht, dass das für uns erstmal etwas ist, worüber wir uns freuen sollten. Ich habe hier mal ein paar Bilder mitgebracht. Aber ganz kurz, klar. Lass uns noch kurz bei dem Thema bleiben. Weil du hast jetzt gesagt, die halt eiskalt ihre Interessen verfolgen. Aber ist es nicht eigentlich genau das Richtige? Ich meine, wenn man das akzeptiert, dass jedes Land, und letztens gilt das bei einzelnen Menschen genauso, im Umgang mit Menschen, muss halt immer erkennen, hey, der andere hat auch ein Interesse. So. Mhm. Und da kann man Rücksicht nehmen. Selbst wenn sich das nicht mit deinem Interesse deckt, aber allein schon sich das klar zu machen, hey, der hat auch ein Interesse, hilft da vielleicht schon zu vermitteln. Deswegen meine Idee ist nicht so eine rein pragmatische Außenpolitik, wo man akzeptiert, jedes Land hat Interessen, Sicherheitsinteressen, Ressourcen, Rohstoffe und so weiter. Das sind dann natürliche Interessen, so dass halt ein Volk und China hat halt ein Riesenland, die haben 1,4 Milliarden Menschen, die sie halt irgendwo auch ernähren müssen und bei Laune halten müssen. Das ist eine Riesenherausforderung. Wäre das nicht eigentlich sogar sinnvoll, die gesamte Außenpolitik eben auf einen Pragmatismus zu bringen, zu akzeptieren, okay, da gibt es verschiedene Interessen und dann können wir uns doch rein vernünftig zusammensetzen und nach einer Lösung schauen, die möglichst viele Interessen irgendwie gerecht wird. Weil was wir jetzt haben, ist eine wertebasierte Außenpolitik. Ein Terminus, wo ich auch echt ein Problem damit habe. Ich meine, weil was ist ein Wert? Ein Wert ist was sehr Dehnbares. Ich meine, Werte, die kannst du andere haben als ich. Das ist so ein bisschen schwammig. Das kann ich mal in die Richtung schieben, mal in die. Jetzt haben wir gerade eine emanzipierte Außenpolitik. Da ist das der Wert. Das finde ich irgendwie, das ist nicht richtig. Also da würde ich sowieso sagen, wertebasiert ist falsch, sondern wenn, dann müsste das Recht gelten. So. Aber wäre nicht sozusagen eine Außenpolitik, die rein pragmatisch ist, wo man akzeptiert, ey, wir sind alle Menschen, wir haben alle Interessen, gucken wir mal, wie wir die unter einen Hut bringen. Wäre das nicht vielleicht die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben der Völker in Kooperation, in dem Bewusstsein, wir haben alle Interessen, schauen wir, dass wir alle gut davon rauskommen, wie so ein guter Handel, wo man sich danach die Hand schüttelt und wir haben beide was davon. Es gibt nicht einen Gewinner, einen Verlierer, so eine Art, ich weiß nicht, ob das Wort passend ist, so eine Art Kooperatismus oder sowas zu kreieren. Wäre das nicht die viel bessere Grundlage eigentlich für unsere Außenpolitik? Und bei uns wird es immer so, das ist so schnell gesagt, boah, die gehen nur nach ihren Interessen, aber ist das nicht eigentlich das Vernünftige? Wäre das nicht richtig? Und ist nicht, als letztes so auch noch, ist das nicht sogar die Grundlage, staatstheoretisch, philosophisch für unseren ganzen Rechtsstaat, Demokratie, Republik? Ist da nicht auch die Grundlage von den Staatstheoretikern, jeder Mensch hat ein Interesse, wenn er das kundtut an der Wahlurne, dann entsteht daraus eben eine Art Volksinteresse und so.
wäre das nicht viel, viel sinnvoller, diesen Pragmatismus wieder als Basis zu nehmen? Ja, so nach dem Motto, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt. So ein bisschen. Ja, ich stimme dir dazu. Das wäre sinnvoll. Die Frage ist nur, wenn wir das jetzt speziell auf die Deglobalisierung setzen, ist das denn ein Pragmatismus, der darauf ausgerichtet ist, dass jeder sein eigenes machen kann? Oder ist es dann wirklich eine eiskalte Machtkalkulation, um zu sagen, ich möchte, dass meine Konkurrenten untergehen? Und ich würde zu zweiterem tendieren. Deswegen glaube ich nicht, dass das nur ein Pragmatismus ist, der irgendeine Art moralische Komponente hat, sondern es ist tatsächlich eine Machtkomponente. Aber Pragmatismus hat ja eben gerade keine moralische Komponente, oder? Das ist die Idee einfach nur, was nützt uns. Mhm. Und ich meine, das ist offensichtlich so, dass viele Power-Gamer, ob das in den USA ist oder auch in China, Russland, dass dort viele noch in dem aus meiner Sicht so obsoleten alten Weltbild festhängen. Kampf jeder gegen jeden. Diese darwinistische Idee auch, so dieses Survival of the Fittest. Du musst aufrüsten, hart sein. Das ist dieser tägliche Survival-Kampf. Das ist doch ein Weltbild. Und ist nicht die Natur, die uns allen als Vorbild dienen sollte, weil wir sind ja Menschen, wir kommen aus der Natur, sehen wir dort, okay, es gibt Kampf, es gibt Raubtiere, die schneller sind als andere, dann fressen die Beute. Ja, klar. Aber sehen wir nicht insgesamt in der Natur vor allem dieses Prinzip von Kooperation? In der Biologie nennt man es Symbiose. Ist das nicht ein Prinzip, was viel näher an der Natur ist? Und es könnte das nicht dann auch zum Fundament von unserer Politik werden, dass wir einfach sagen, international kooperieren, bringt dir aus rein rationalen, pragmatischen Gründen mehr, als wenn du den Aufwand ziehst, ständig in jedem nur deinen Rivalen zu sehen, den ich im Idealfall irgendwie komplett auslösche oder sowas. Kooperation, es bringt einem mehr. Und da könnte man doch irgendwann auch zu einer vernünftigen Entscheidung kommen, hey, bevor ich jetzt versuche, ständig hier mein Ding durchzudrücken, alles zu dominieren, das kostet mich so viel Aufmerksamkeit, so viel Kraft. Ich würde auch selber davon profitieren, wenn ich das mal ein bisschen locker lasse und einfach mal den anderen seine Interessen auch wahrnehmen und die dem zugestehe. Und dann kommen wir auf eine pragmatische Basis. Würden davon nicht alle gewinnen, also auch die Power-Gamer? Schlussendlich denke ich ja, weil wenn jeder danach strebt, zu gewinnen und der Beste zu sein, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass, weil das alle machen, dass du irgendwann auf der Verliererseite bist, weil es kann ja nur einen Gewinner geben. Wie sagt man so schön, you don't win no silver, you only lose the gold. Und in dem Fall wäre das für alle vom Interesse. Das ist aber dieses typische spieltheoretische Ding, ne, wo du sagst, okay, arbeiten wir jetzt zusammen oder gehen wir in Konkurrenz zueinander? Es wäre schön, wenn die Welt so funktionieren könnte. Man sagt aber, in der Politikwissenschaft geht man immer davon aus, dass die internationale Politik ein anarchischer Raum ist, ein rechtsfreier Raum, in dem tatsächlich nur Macht und Machtinteressen zählen. Und ich sehe das auch so. Ich würde mich freuen, wenn die Welt pragmatisch miteinander umgehen könnte. Ich würde mich auch freuen, wenn man dazu übergeht, Leuten nicht mehr die eigenen Moralvorstellungen aufzuzwingen, also zu sagen, ihr macht das in dem Land so, wir machen das so und wir sind euch moralisch überlegen und deswegen müsst ihr auch so sein wie wir. Das wäre toll und wir hatten dann mal eine Zeit, in der das auch pragmatischer ging. Aber ich weiß nicht, ob das die Realität sein wird. Jedenfalls nicht in den nächsten 10 Jahren. Ich sehe auch, wie du, eine Hoffnung, dass in der Deglobalisierung und einer Konzentration aufs Wesentliche und erstmal eine Konzentration auf dich selbst, als Staat, als Gemeinschaft, als Familie, du erstmal mit dir selbst klarkommen kannst, lernst, mit dir selbst zu leben, mit dir als Volk und Nation zu leben und somit auch automatisch lernst, mit anderen dann zu leben. Ne? Du musst dich selbst lieben, um andere lieben zu können. Ich befürchte aber, dass gerade für uns dieser Übergang sehr, sehr kritisch wird. Wie immer, ne, Perioden des Wandels gab es immer und die Leute, die gerade im Wandel drin steckten, die hatten mit vielen zu kämpfen und ich vermute, dass wir das auch haben können. Und ich mag meine Annehmlichkeiten des Lebens, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, ne, aber ich finde mein Computer toll, ich finde mein Telefon super, ich finde es sehr schön, mich in ein Flugzeug setzen zu können und nach Rom zu fliegen und keiner verlangt nach meinem Pass oder ähnliches oder vielleicht auch in die USA oder nach Russland fliegen zu können, obwohl das ein bisschen schwieriger ist. Und ich glaube, wir haben gerade in den letzten 30 Jahren die schönste Zeit des menschlichen Lebens gehabt, wenn es darum geht, Leiden abzuwehren, ne, und besser und gemütlicher zu leben. Und ich mag das. Ich bin so ein Mensch des Komforts. Ich finde das toll. Ich finde auch diesen weichen Stuhl super. Ne? Das sehe ich ganz genauso. Ey. Wir müssen nicht als Asketen durch diese Welt gehen. Mhm. Und da sind wir wieder darum, deine persönlichen Interessen. Ey. Was gefällt dir? Was taugt dir? Das ist wichtig. Das hat eine Bedeutung. Und das sollte man auch nach außen bringen. Bevor wir jetzt zu dem kommen, was noch mal in die Gegenwart gehen und dann auch, was vielleicht die nahe Zukunft auch, uns auch an Problemen bereiten könnte, noch mal zu dieser Idee,
die Welt dominieren zu wollen. Und du hast es ja angesprochen, das haben wir schon mehrere gemacht, die Spanier, die Engländer und so weiter. Und das ist eigentlich auch interessant, wenn du die Geschichte anschaust. Manche sprechen ja da wirklich so von Jahrhunderten. Da gab es das spanische Jahrhundert, wo Spanien dominiert hat, möglicherweise vorher schon die Portugiesen, aber nach dem spanischen Jahrhundert kam dann das französische Jahrhundert, dann kannst du vielleicht sogar sagen das niederländische Jahrhundert, dann natürlich England, der 19. Jahrhundert mit dieser enormen Macht. Manche sagen dann, in dieser Abfolge des 20. Jahrhunderts wäre dann möglicherweise das deutsche Jahrhundert gewesen, wenn es nicht durch zwei Kriege dann eben verloren gegangen ist. Und dann danach ist dann das amerikanische Jahrhundert gekommen. Und da wissen wir auch von amerikanischen Thinktanks, die ja dann dieses Projekt hatten, Project for a New American Century, also auch diesen Status dann auf Dauer irgendwie zu halten. Mhm. Aber das sehen wir jetzt ja gerade, das geht nicht. Und deswegen frage ich mich schon, ob wir nicht an einem Punkt kommen, wo wir ein Bewusstsein erreichen, jetzt wir als Menschen und eben auch die Mächtigen, die Geostrategen, zu erkennen, ey, bei allem Aufwand, den du treiben kannst. Und egal wie perfekt eigentlich das Szenario ist, ich meine, England, das viktorianische Zeitalter, die hatten so eine unglaubliche Macht und so einen Vorsprung vor allem anderen. Aber du kannst selbst das nicht auf Dauer halten. Und wenn du das Interesse hast an Stabilität, was ja durchaus ein rein kapitalistisches Interesse auch ist, hey, dass die Märkte, dass der Handel fließt, ich habe halt echt die Hoffnung, dass da wirklich auch vielleicht ein größerer Bewusstseinswandel kommt, dass man erkennt, das, was wir wollen, also reich werden, Wohlstand kreieren, Handel, das schaffen wir viel, viel mehr durch Kooperation, als alle Kraft drauf setzen, wir setzen unser Ding durch. Das ist doch die Lektion, die uns die Geschichte zeigt. Und möglicherweise jetzt die USA als der letzte große Power-Gamer, der so diesen Anspruch hat, der wir dominieren die Welt, so in dieser Reihe von den vorher europäischen Nationen, dass die vielleicht einfach aus Vernunftgründen dazu kommen, lass uns auf Kooperation setzen. Vielleicht ist es eine naive Hoffnung, aber zumindest ist es eine Hoffnung, die ich jetzt nicht völlig unrealistisch sehe. Ja, dazu, das ist natürlich ein umfangreiches Argument oder eine umfangreiche Frage. Ich würde mal dazu anfangen zu vergleichen, wie Imperien eigentlich früher funktioniert haben und zu argumentieren, dass die USA kein klassisches Imperium sind, wie wir es eigentlich kennen. Also wie ich das zum Eingang schon gesagt habe, Imperien waren eigentlich dafür da, andere Gebiete zu erobern, diese als ihre eigenen zu deklarieren und dann diese auszubeuten und alles wieder zurück ins Mutterland zu bringen. Das haben die Römer gemacht, indem sie ihr Korn aus Ägypten importiert haben. Interessanterweise hatten sie auch Landwirtschaft in Italien, aber um Rom zu versorgen, war das günstiger, das über das Meer mit Schiffen von Ägypten nach Rom zu bringen, als tatsächlich aus Süd- und Norditalien das Korn in die Stadt zu fahren. Das ist ein bisschen verrückt. Und genauso gab es auch, das Gleiche galt bei den Spaniern, bei den Portugiesen, bei den Engländern. Man hat immer nur unter sich gehandelt, also nur in seinen eigenen Räumen. Und die Amerikaner waren die Ersten, die das auf ein anderes Podest gestellt haben. Also wenn wir jetzt ein Imperium vielleicht dreigliedrig einschätzen würden, wir hätten einen kulturellen Einfluss, einen militärischen Einfluss und einen wirtschaftlichen Einfluss. Dann haben die USA komplett anders gehandelt als alle anderen Imperien. Also der kulturelle Einfluss der Amerikaner, der kam ja nicht, weil sie uns ihre Musik aufgezwungen haben oder ihre Filme, sondern weil sie einfach geil waren und wir die alle toll fanden und wir wollten Rock'n'Roll hören und wir wollten in den neuesten Hollywood-Film gehen, wir wollten Marvel-Filme gucken, ich jetzt persönlich nicht, aber viele Leute finden die so super. Und das Wirtschaftssystem, was sie erschaffen haben, galt ja nicht primär dafür, da war nicht dafür da, um die Nationen, die an dem teilnehmen, auszubeuten und alles in die USA zu ziehen, sondern sie haben gesagt, ihr könnt alle miteinander handeln. Allesamt, jeder kann das benutzen, sowas gab es vorher auch nicht. Und die militärische Dominanz, die sie sicherlich genutzt haben, haben sie aber auch anders genutzt als andere Staaten. Also als Vergleich würde mir jetzt einfallen, obwohl das eine wesentlich kleinere Dimension ist, Russland heute oder die Sowjetunion. Das ist noch ein klassisches Imperium gewesen. Du gehst in die Länder, du eroberst sie, du zwingst sie, dein politisches System anzunehmen, du zwingst sie in deine militärische Allianz hinein. Und das ist bei den Amerikanern so nicht geschehen. Klar, Deutschland und Japan sind Ausnahmen, aber die Franzosen hat ja niemand gezwungen, in die NATO zu gehen. Die Spanier auch nicht, die Dänen auch nicht, die Finnen und die Schweden zwingt jetzt auch keiner. Die entscheiden sich selbst dazu. Und deswegen würde ich sagen, dass das schon ein erster Weg in Richtung weltweite Kooperation war. Tatsächlich, ihr könnt alle miteinander handeln. Wir wollen das nicht mehr aufzwingen, mit wem ihr handelt oder mit wem ihr eure Produkte verkauft. Das war die Kooperation. Das war die schöne neue Welt. Und das hat uns auch sehr viel gegeben. Und ich befürchte, dass wenn diese Welt nicht mehr existiert, wir tatsächlich in diese knallharten Eigeninteressen zurückkehren, dass die einzelnen Staaten ihre Claims abstechen, dass die Franzosen wieder mehr nach Afrika gehen werden und ihre Frankophonie ausleben werden oder dieses Netzwerk der Frankophonie benutzen, aber nur für sich. Die Briten wieder das Commonwealth für sie eine größere Rolle spielt, aber eben nur für sich. Die Deutschen sich wieder mehr in Richtung Osteuropa und Südosteuropa ausdehnen, aber nur für sich. Und dass da eben eine fehlende Kooperation kommen wird.
was vielleicht dazu führen könnte, dass wir dann aus diesem Schritt lernen, okay, vielleicht sollten wir doch wieder kooperieren und ohne den großen Big Player, der uns allen mit droht, mit einem Flugzeugträger zu zerbomben. Aber deswegen, wir hatten diese Kooperation die letzten 30 Jahre. Wir sind eigentlich alle Freunde miteinander. Das war eigentlich so. Wir hatten alle internationale Regeln. Wir haben zwar alle ein bisschen Scheiße gebaut, aber jeder hat sich an Regeln gehalten. Überfall das Land nicht, ne, oder geh diesen Schritt nicht und im Handelskrieg mach mal lieber das nicht. Und die Regeln entfallen jetzt. Und das ist das, was mich ein bisschen umtreibt und mir sorgt. Es ist ja interessant, wie du das auch beschreibst, wie diese Globalisierung entstanden ist. Das ist also eigentlich auch eine Folge aus dem Fortschritt, einfach aus der technischen Entwicklung. Wir haben andere Schiffe, wir haben Satellitenkommunikation. Du hast ja die kulturellen Dinge angesprochen, Musik, Film. Das ist ja das Ergebnis, dass wir gute Filme haben, ist ja die Entwicklung, die erstmal technisch ist. Mhm. Ich selber sage so im Spaß immer ja ganz gerne, für mich eine der größten Erfindungen des 20. Jahrhunderts ist von Gibson Les Paul die Erfindung der E-Gitarre. Ja, ich meine, klar, die entscheidet jetzt nicht über Krieg und Frieden, aber das sind so Erfindungen, die wirklich diese Welt ja auch verändern, unser Leben verändern. Und aus diesem, möchte ich jetzt fast sagen, natürlichen Fortschritt, daraus ist auch diese Idee entstanden von globalen Handel und diese Idee, dass man sich so vernetzt und kooperativ zeigt. Das ist eben auch etwas, was mir Hoffnung macht, weil ich sehe, diese zu kooperieren miteinander ist nicht, man macht es nicht aus Moral oder weil es Jesus gesagt hat, sondern wir machen es, weil es uns selber was bringt, weil es die natürlichste Form ist, für uns Menschen zu leben, wo wir alle was davon haben. Und das finde ich einen interessanten Gedanken. Und du sagst jetzt aber, du hast die Sorge, dass jetzt eben diese globalen Strukturen, ja, die natürlich zum Teil schon auch geschaffen wurden aus dieser Power-Ambition, aber die eben auch natürlich entstanden sind durch einen Fortschritt. Wir sind moderne Menschen, wir haben Internet, wir können mit allen kommunizieren. Du sagst, wir können auch mit China eine Skype-Schalte machen. Sodass vieles von dieser Globalisierung auch nicht nur das Produkt ist von einer klaren Plane, sondern eben auch von einem allgemeinen Fortschritt. Und den, wenn ich dich richtig verstehe, den siehst du durchaus bedroht, wenn jetzt diese Strukturen, die wir haben, egal ob die jetzt geschaffen wurden oder entstanden sind, wenn diese Strukturen, wenn wir die jetzt einreißen oder wenn die eingerissen werden, hast du eine gewisse Sorge davor, dass auch tatsächlich unser Wohlstand, unsere Lebensweise betroffen ist. Also dieser Fortschritt vielleicht so einen kleinen Knick bekommen hätte. Verstehe ich es richtig? Das ist richtig, ja. Also wenn wir uns anschauen, bevor es die Globalisierung gab, spielte die Geografie eine unglaublich große Rolle. Ne? Waren deine Länder tatsächlich fruchtbar? Konntest du dort Korn oder ähnliches anbauen, Getreide? Hattest du die technologischen Möglichkeiten, dieses Getreide zu verarbeiten? Das fing jetzt schon an bei den Sumerern oder bei im Zweistromland oder im Industal. Klar, konnte man überproduzieren, aber man brauchte ja auch Mittel und Wege, das Korn zu mahlen, zu Mehl zu machen. Damals hat man noch die Wasserkraft benutzt durch Mühlen, dann hat man irgendwann die Windkraft entwickelt und konnte dann an mehreren Orten auf der Welt Mehl produzieren und die Produkte auch wirklich essbar machen. Und die Globalisierung hat dazu geführt, dass diese Geografie keine Rolle mehr gespielt hat. Wir sehen auch diesen technologischen Fortschritt, den damals zum Beispiel die Römer gegenüber den Germanen hatten, der war gigantisch. Auch den technologischen Fortschritt, den die Engländer gegenüber den Afrikanern hatten, waren gigantisch. Und jetzt gucken wir uns mal die mächtigste Nation der Welt an, die USA, die aus Afghanistan vertrieben wurden von Leuten mit Stinger-Raketen. Das heißt, es ist heutzutage gar nicht mehr so einfach, deine technologische Überlegenheit auszunutzen, um Menschen zu unterminieren. Und ich habe hier eine Karte, ich mache mir zum Beispiel besonders Sorgen um die Lebensmittelversorgung. Gucken wir uns mal hier die Zukunft der Agrarwirtschaft an. So, da ist das Ding. Was ihr hier seht, ist eine Karte auch von Peter Zeihan. Und relativ einfach in den dunkelgrünen Gebieten sind die Bedingungen für Agrarwirtschaft exzellent. Ja, in den hellgrünen sind sie okay, also da kann man sich selbst versorgen. In den gelben ist es eigentlich nicht möglich, Agrarwirtschaft zu betreiben. Und in die blauen Flecke, da kannst du dann ein bisschen tropische Agrarwirtschaft betreiben, aber nicht viel. Der Grund, warum trotzdem die Mehrheit der Welt keinen Hunger mehr leidet, also Hunger ist eigentlich in der großen Art und Weise, wie wir in den letzten Jahrhunderten kannten, existiert nicht mehr. Und der Grund ist Handel. Der Grund ist der Handel mit die Tatsache, dass du mit den großen Containerschiffen das Essen von einem Ort auf den anderen bringen kannst. Und sollten diese Netzwerke zerfallen, dann kommt zum Beispiel Hunger im großen Stile wieder. Und wir sehen,
also in Europa sind wir einigermaßen sicher, ne? Und die USA haben das größte, wahrscheinlich das größte zusammenhängende Netzwerk von farmbarem Boden. Also die brauchen sich da überhaupt keine Sorgen machen. Aber wir gucken uns mal die Subsahara-Gegend an, ne? Wir gucken uns Arabien an. Wir gucken uns hier, also den du kannst ja nicht den ganzen Amazonas abholzen und daraus irgendwie, man versucht es vielleicht, aber oder Russland oder China. Also wir haben hier riesige Probleme, was die Nahrungsmittelwirtschaft angeht. Und das geht an die grundlegenden, die Maslow'sche Motivationspyramide ran. Ne? Das ist die unterste Basis. Essen und trinken und vielleicht noch ein Haus. Und ich vermute und befürchte, dass wenn das nicht mehr existieren würde, dann hätten wir große Hungersnöte, wir hätten große Probleme. Wir würden insbesondere in Russland, in China, in Arabien, in Afrika und auch in Südamerika feststellen, dass dort wieder Hunger ausbricht. Ich habe hier noch eine Karte. Wobei doch gerade Russland diesen großen Wheatbelt hat und auch, ist auch eh interessant, denn China ist das größte Volk der Erde, was es ja auch schon vor 2000 Jahren waren. Ich meine, die haben halt auch sehr, sehr fruchtbare Regionen und sie haben viel Wasser, was aus dem Himalaya kommt. Mhm. Ähnlich Indien, ja, diese grüne Streifen, das ist im Grunde nur den Ganges entlang, das Gangestal. Also, weiß ich nicht, hat China wirklich die Sorge, dass dort, oder glaubst du, dass dort echt Hungersnöte kommen könnten? Momentan, wir haben schon vorher darüber gesprochen, die Abhängigkeit von Düngern und so weiter, die aus dem Ausland kommen. 80% deswegen bei den Segen, also und 20% der Essensversorgung wird tatsächlich importiert. Wir dürfen nicht vergessen, das sieht relativ okay aus, aber auf diesem ganzen chinesischen Gebiet leben 1,3 Milliarden Menschen. Wenn wir uns dann angucken, wie viele in Europa leben, das sind 500 Millionen. In den USA sind es 300 Millionen. Also es ist wesentlich einfacher, das Volk zu ernähren. Ich habe hier noch eine andere Karte, da würden wir dann über Nahrungsmittelsicherheit oder Unsicherheit reden. Was wir hier sehen, sind, wir fangen mal unten an, diese grün schraffierten, so wie wir das zum Beispiel in Russland oder Nordamerika, dieses grün schraffierte Gebiet, da werden 35% der Nahrungsmittel exportiert. Das ist absolut sicher. Ne? Wir haben diese gepunkteten Gebiete, das wäre zum Beispiel Frankreich und Polen und Bulgarien. Da haben wir einen Export von 10-34% der Nahrungsmittel. Alles, was hellgrün ist, da sehen wir zum Beispiel Deutschland, das ist relativ nahrungsmittelsicher. Man kann in Deutschland also genug Nahrungsmittel produzieren, um uns selbst zu versorgen. Und dann kommt der Rest. Das wäre der gelbe, der dunkelgelbe, der orange und der rote Bereich. Und das sind all die Gebiete, die sich nicht selbst ernähren können von der Bevölkerungszahl. Wenn jetzt, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn in China in den nächsten 30 Jahren die Hälfte der Bevölkerung stirbt, was wahrscheinlich allein von Überalterung schon passieren wird, dann könnte die Nahrungsmittelsicherheit dort wesentlich stabiler sein. Solange es aber noch so viele Menschen auf dem Planeten gibt und ein bisschen werden wir uns noch vermehren, haben wir da ein Riesenproblem. Wieder insbesondere in Arabien, hier in Südamerika und in Afrika. Und ich meine, wir sehen, dass der gesamte afrikanische Kontinent fast sein Essen importiert. Es gibt wenige Länder, die nahrungsmittelsicher sind. Wir hätten mal Südafrika zum Beispiel oder das sollte Äthiopien sein. Ne? In denen kriegt man das noch hin, aber der Rest tatsächlich nicht. Das hat er tatsächlich, wie bei China auch, wie du völlig zu Recht sagst, es hat ja mit den großen Populationen zu tun. Ich meine, wenn wir Afrika anschauen, Ägypten, ja, der Nil hat dieses Land ja schon Jahrtausende ernährt. Das ist einer der Gründe, warum es diese ägyptische Hochkultur gab, wegen dem Nil, weil es so eine unglaubliche Fruchtbarkeit ist. Und das ist heute immer noch so. Das Problem ist, heute in Ägypten, und das ist ein Land, was ich sehr liebe, wo ich auch schon oft war, da leben über 100 Millionen Menschen mittlerweile. Das sind zu viele für den Nil. Das ist das Problem. Das Land ist fruchtbar, aber wie du sagst, ähnlich vielleicht wie bei China, ey, wenn man in diese großen Populationen geht und im Subsahara-Raum ist es ja noch krasser, auch das Bevölkerungswachstum. Weil eigentlich ist hier dieser tropische Raum, das ist gutes Land. Afrika ist ja auch so ein reicher Kontinent und das dürfte da überhaupt keine Probleme haben, dass sich Menschen dort leben und ernähren können. Das Problem ist dann tatsächlich, dass es zu viele sind. Ja. Wobei ich auch, es ist zu viel, nicht in absoluten Zahlen sehe, weil das sage ich auch immer wieder. Die Erde an sich könnte noch viel, viel mehr Leute ernähren, wenn wir das anders organisieren. Das Problem ist diese Dynamik, dieses schnelle Wachstum. Das ist, wo Gesellschaften dann nicht mithalten können, wenn du wie im Subsahara-Raum dann halt, und auch in den arabischen Ländern ist so, das sind halt die Länder, wo die höchsten Geburtenraten der Welt sind. Und wenn du da halt im Durchschnitt 8-9 Kinder pro Frau hast, dieses Wachstum, das kannst du natürlich landwirtschaftlich nicht einholen. Oder nur zum hohen Preis auf die Natur, dass du sagst, okay, müssen wir den Urwald abroden oder sowas. Was ja auch tatsächlich passiert und was dann wieder nur für weitere Probleme sorgt, weil es immer nur eine kurzfristige Lösung ist. Aber ja, es ist völlig richtig, weil, was du sagst, selbst Länder wie China oder Ägypten, die traditionell Kornkammern sind, du hast schon angesprochen, die Römer, Nordafrika, die Römer ernährte, dass aber heute das auch nicht mehr so garantiert ist. Ja, wir sind zu schnell zu viele geworden. Und in der Zukunft, das wird wahrscheinlich ein nötiges Korrektiv sein, wenn
Und das wird sowieso passieren, weil wir sehen, in allen industrialisierten Ländern auf der Welt geht die Bevölkerung zurück. Und nicht, weil wir nicht essen können, sondern weil wir einfach weil wir uns Wohlstand erarbeitet haben, weniger Kinder bekommen haben. Wir sind vom Land in die Stadt gefahren, haben dort Wohnungen oder Häuser, in denen wir auch nicht mehr 10 Kinder unterbringen können. Das heißt, Kinder sind nicht mehr Arbeitskräfte, die uns auf dem Feld helfen können, sondern Kinder sind teure Möbelstücke geworden, bis sie irgendwann ausziehen. Ne? Und diese Entwicklung sorgt dafür, dass wir natürlich demnächst weniger Menschen werden, ganz aus natürlichem Wege. Aber wie wir schon gesagt haben, es gibt einige Länder, bei denen wird es sehr, sehr kritisch. Ich würde auch ganz kurz, weil wir kennen das ja, viele kritisieren ja immer, ich bin ja ein Freund der Marktwirtschaft. Ich bin ja ein großer Freund, ich bin kein Freund des Kapitalismus, wie er heute existiert, aber das freie Handeln von Produkten ist super. Ja? Also ich glaube, nur Menschen können selbst für sich entscheiden, wie sie ihre Bedürfnisse befriedigen wollen. Und Befriedigung von Bedürfnissen ist nun mal Wirtschaft. Und da müssen Leute untereinander selbst frei handeln können. Ich glaube und ich kann das auch mit Daten unterstützen, dass die Menschheit in der Zeit, in der wir Industrialisierung hatten und Globalisierung hatten, einen massiven Fortschritt gemacht hat. An den ganz einfachen Grundzahlen gemessen. Das hier ist eine Karte, die kommt von Gapminder. Gapminder wurde von von Hans Rosling und seinem Sohn Ola gegründet. Hans Rosling war Arzt für Weltgesundheit, der Professor für Weltgesundheit, ich glaube in Uppsala an der Universität, hat ein sehr tolles Buch geschrieben, Factfulness. Und was wir hier sehen, ist das Jahr 1800. Wir haben hier auf der, wie nennen wir das, ist die Y-Achse. Ist das die X-Achse? Ich glaube, das ist Y. Ja, lange nicht fest. Schulen wissen Mathematik. Die Achse, die aber vertikal ist. Ja, genau. Das ist die Lebenserwartung von 10 bis 100 Jahren. Und die horizontale Achse ist das Einkommen inflationsbereinigt. Und im 18. Und was ihr seht, die großen Punkte hier, das bedeutet, wie groß ist eine Bevölkerung. Wenn ihr euch auf gapminder.com umschaut, könnt ihr da interaktiv reinklicken. Und ihr seht dort oben rechts, seht ihr die Farbskala. Also alles, was rot ist, ist Asien und Ozeanien und Arabien. Alles, was weiß, gelb ist, ist Europa. Jeder Punkt ist irgendein Land. Jeder Punkt und die Farben ordnen den Kontinent zu. So sieht's aus. Okay. Alles, was blau ist, ist Afrika. Und grün, diese zwei kleinen Punkte hier, das ist Süd- und Nordamerika. Und das ist das Jahr 1800. Wir sehen eine Lebenserwartung von ungefähr 40 Jahren maximal und ein Einkommen, was inflationsbereinigt im Jahr irgendwo zwischen 4.000 und 8.000 Dollar liegt. Im höchsten Fall. Jetzt springen wir mal 100 Jahre und gucken, was für einen Fortschritt wir in 100 Jahren machen konnten und sehen, es ist ein Fortschritt da. Lebenserwartung ist leicht auf 50 Jahre gestiegen. Europäische und nordamerikanische und südamerikanische Länder haben die meisten Fortschritte gemacht. Und das Einkommen steigt, die Lebenserwartung steigt. Das ist der Fortschritt, den wir in 100 Jahren gemacht haben. Dann gucken wir uns jetzt mal den Fortschritt an, der 45 Jahre später, nämlich am Ende des Zweiten Weltkrieges war. So, das Bild sieht schon viel anders aus. Die Lebenserwartung in den europäischen und amerikanischen Ländern ist wesentlich stärker angestiegen, genauso wie das Einkommen. Wir sehen hier Asien und Afrika, aber leider immer noch in den hinteren Rängen. Ja? Und dann begann die Globalisierung. Dann begann die von den Amerikanern eingeführte Globalisierung. Und jetzt gehen wir das Jahr 1990 zum Ende der Sowjetunion. Wir sehen einen riesen Fortschritt in Lebenserwartung. Für mich ist Lebenserwartung immer ein Zeichen von, das muss den Menschen besser gehen. Wenn sie länger leben, dann muss es ihnen logischerweise besser gehen. Sie haben mehr Essen, sie haben mehr Nahrung, sie haben mehr medizinische Versorgung. Und wir sehen, das Einkommen bewegt sich immer mehr in Richtung, also für einen großen Teil der Welt, immer mehr in Richtung hohes Einkommen, hohes Jahreseinkommen. Wir sehen, Asien ist immer noch auf den hinteren Plätzen, zieht ein bisschen, aber die Lebenserwartung ist auf jeden Fall schon mal stark gestiegen. Und jetzt, nach dem Ende der Sowjetunion, gucken wir uns das Ganze mal an im Jahre 2022. So. Und wir haben also ich würde argumentieren, in 45 Jahren oder in 30 Jahren einen größeren Fortschritt hingelegt als in den 295.000 Jahren der menschlichen Existenz vorher. Wenn wir uns angucken, wie die Menschen auf dieser Welt leben. Wir sind alle durchschnittlich wohlhabender geworden und wir sind offensichtlich wesentlich gesünder geworden und leben wesentlich länger. Das heißt, dieser Prozess, den man generell als Globalisierung auch gerne mal verschreit, als etwas Ausbeuterisches, ist, wenn wir uns die blanken Zahlen angucken, tatsächlich nicht das. Es war die großartigste Zeit der menschlichen Existenz. Und ich wiederhole mich leider häufig, aber ich vermute und befürchte, dass wenn, und das tatsächlich nur, weil sie Handel treiben konnten, weil Länder, die vorher verhungert sind, oder Leute verhungert sind, weil sie keine Agrarwirtschaft hatten, auf einmal ihre Rohstoffe verkaufen konnten und dafür Essen kaufen konnten. Und weil die Wasserwege, weil diese nutzbar gemacht wurden. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, wie wichtig Wasserwege für Handel war. Und das Wasser, das Meer, ist die Grundlage des weltweiten Handels. 80% der Sachen, die wir verhandeln, werden über Schiffe verschifft. Und diese Wege müssen sicher sein.
sein. Und wenn die keiner sichert, dann ist auf einmal so ein Riesentanker, der vielleicht, keine Ahnung, einen Wert von 1 Milliarde hat von seinen Produkten oder vielleicht sogar 3 Milliarden, die übrigens extrem langsam fahren, weil keiner muss sich um Schnelligkeit kümmern. Ne? Das wird später dann ein schönes Ziel für Piraten werden. Also die Piraterie wird auf den Weltmeeren zunehmen, wenn niemand mehr die Meere kontrolliert. Und das ist, warum ich befürchte, dass die Übergangsphase, ne, für uns unangenehm wird. Und dass es nicht etwas ist, worüber wir uns jetzt freuen sollten. Unsere Kinder können sich vielleicht drüber freuen, unsere Enkel werden sich wahrscheinlich drüber freuen, aber für uns wird es unschön. Ja, echt wirklich interessante Analyse, die du da gibst. Vieles von diesem Fortschritt, das du echt auf beeindruckende Art und Weise hier in diesen Grafiken uns zeigst, also gerade so im 1900, das hat mich dann voll daran erinnert, auch an eine Sendung, die ich auch vor relativ kurzer Zeit gemacht habe, wo ich so über diese über dieses Gilded Age spreche. Mhm. Diese Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg bis Anfang 20. Jahrhundert. Bei uns spricht man von der Gründerzeit, wo es diese unglaubliche Entwicklung gab und wo dann sogenannte Räuberbarone dann richtig unermesslich reich wurden. Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, diese ganzen Tycoons, Railroad, Stahl und so weiter, Öl. Und da ist es auch so, dass ich da so ein bisschen zwiegespalten bin, weil offensichtlich waren das Ausbeuter. Und wie Arbeiter im 19. Jahrhundert behandelt wurden, gerade in den USA, also wenn eine Arbeiterbewegung war, die wurde wirklich niedergeschlagen, zum Teil militärisch, da sind Leute gestorben, wurden umgeschossen. So. Unfassbare Ausbeuterei. Aber gleichzeitig, und das muss man ja auch dann festhalten, gleichzeitig haben diese Leute auch die Entwicklung in dem Land halt unglaublich vorangetrieben und Millionen von Jobs geschaffen, eine neue Infrastruktur geschaffen. Und im Großen sehen wir tatsächlich den Wohlstand ansteigen. Und gleichzeitig ist es aber auch so Hardcore-Kapitalisten aus dem 19. Jahrhundert, die auch gar keinen, oder das ging erst los, dass man langsam so ein soziales Gewissen überhaupt erst aufbaut. Aber in Amerika war das immer ein bisschen geringer als jetzt bei uns in Europa. Bei uns in Europa hat im 19. Jahrhundert, man hat darauf reagiert. Stichwort Bismarck, der dann halt erkannt hat, hey, okay, durch diesen technischen Fortschritt, durch Industrialisierung, hast du den Nachteil natürlich, dass du eine Riesenklasse an Arbeit, und heute würde man von Prekariat sprechen, die so unterdrückt sind. Und das muss man irgendwie politisch, musst du dem Rechnung stellen. Weil auf Dauer kannst du so kein stabiles Gebilde haben. Und deswegen hat man aus meiner Sicht auch aus rein pragmatischen Gründen. Nicht, weil man moralisch gesagt hat, ach, die armen Arbeiter, tun wir denen Gefallen. Das gab es vielleicht auch bei einzelnen Unternehmern. Ich wohne in der Stadt Chemnitz, die vor dem Ersten Weltkrieg mit einer der reichsten Städte in Deutschland waren. Da siehst du an ganz vielen Stellen, siehst du, wo halt reiche Unternehmer der Stadt was getan haben. Hier einen Park aufgebaut, wo ich heute schön spazieren gehe, schaue mir die 100 Jahre alten Bäume an. Aber ich weiß, die sind ja nicht natürlich gewachsen. Die haben ja angepflanzt oder alle möglichen Infrastrukturen. Also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen, da im 19. Jahrhundert wurden die Leute hardcore-mäßig ausgeplündert, gerade Amerika ist das Homeland des Kapitalismus. Aber auf der anderen Seite eben sehe ich auch diesen Fortschritt. Und der dringt ja dann doch auch durch in die Breite. Und wie du sagst, in unserer Zeit, wenn wir schauen, selbst wenn du jetzt in Deutschland, West-Mitteleuropa, wenn du hier als Arbeiter lebst, hast du immer noch eine unfassbar hohe Lebensqualität im Vergleich zu den Generationen vorher, inklusive wir können die Welt bereisen, mit deinem Arbeiterangestelltengehalt kannst du auch in Urlaub fahren, all diese Dinge. Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ja. Zum einen eben sehen wir den Fortschritt, zum anderen sehen wir aber auch diese Ausbeutung, diese sozialen Probleme, die entstanden sind dadurch. Das stimmt, aber wir sehen das nicht nur in Deutschland, also wir sehen hier in der Mitte, das ist zum Beispiel, ich kann jetzt nicht sagen, welches afrikanisches Land das ist, aber das ist irgendein afrikanisches Land mit einer hohen Bevölkerung, ja, sehr hoher Lebenserwartung und einem sehr hohen Einkommen. Im Jahre 2022, das heißt, Länder, die wir generell, denen wir unterstellen würden, dass sie arm sind und dass es den Menschen, die dort leben, nicht gut sind. Aber vergleichen wir das doch mal mit dem 19., also mit dem Jahre 1900 und der Position, die Europa hatte. Europa war zu der Zeit als die industrialisierte Welt, ne, wesentlich schlechter da, einkommensmäßig und lebenserwartungsmäßig, als heutzutage ein Land, welches wir als arm bezeichnen würden. Das heißt, wir sehen das tatsächlich über die Grenzen hinweg. Und was du beschrieben hast, das stimmt auf jeden Fall. Die sozialen Probleme waren gigantisch, aber soziale Probleme gab es schon immer und überall. Ne? Wir reden von Zeiten, in denen 95% der Menschen gehungert haben. Als anderes Beispiel kann man den Manchester-Kapitalismus in Großbritannien bringen. Da wurden die Arbeiter furchtbar behandelt. Wir sehen, dass Menschen Kinder in Fabriken schufteten, aber vorher mussten sie auf dem Feld arbeiten. Und wenn sie in Fabrik schufteten, dann haben sie wenigstens Essen bekommen. Und wir sehen, ich glaube, England hat sich in der Zeit des Manchester-Kapitalismus, die Kindersterblichkeit ist um 400% zurückgegangen. Also die ist nur noch ein Viertel
Drittel der Kindersterblichkeit, die es vorher war. Die Lebenserwartung hat sich verdoppelt und die Bevölkerung Englands hat sich auch verdoppelt oder glaube sogar verdreifacht. Das heißt, wir fokussieren uns immer bei diesen Sachen gerne auf die negativen Auswirkungen. Was nicht schlecht ist, zu sagen, hey, das hat negative soziale Auswirkungen und das ist ja auch ein Zeichen von der Empathie, dass wir uns darum kümmern und darum sorgen. Aber wenn wir dann wieder die Baseline uns anschauen, den Menschen ging es in der Zeit des Manchester-Kapitalismus wesentlich besser als zur Zeit davor. Was nicht bedeutet, wenn ich sage, wie schön dieses Wirtschaftssystem ist, in dem wir heute leben und dass es Vorteile hat, dass ich sage, es ist perfekt. Dass ich sage, es gibt keine Gründe, dieses zu verbessern. Und das verstehen viele Menschen immer, dass man sagt, du meinst also, das System ist perfekt. Nee, nee. Aber wir müssen uns auch von dem Fokus abwenden, zu sagen, dass alles schlecht ist und dass alles irgendwie negativ ist. Wir müssen auch wieder versuchen, unserer negativen Natur immer erst den schlechten Sachen Aufmerksamkeit zu geben und nicht den guten. Von der sollten wir uns selbst erziehen und selbst uns beibringen, wie wir darüber hinwegschauen können oder wie wir da durchschauen können durch den Schleier und auch die positiven Sachen wahrnehmen können. Sven, es ist wirklich hochinteressant, sich mit dir über dieses Thema zu unterhalten. Jetzt ist die Zeit schon vorangeschritten und ich glaube, wir haben alle unsere Gedanken, über was wir da sprechen wollten, schaffen wir nicht in eine Sendung zu packen. Deswegen würde ich sagen, wir ziehen hier mal einen Strich unter diesen ersten Teil, wo wir vor allem, glaube ich, den Fokus hatten auf die Geschichte, wo kommen wir her, wie diese Vergleiche mit früher. Und ich würde vorschlagen, in der nächsten Sendung, wir drehen noch einen zweiten Teil, dort sprechen wir dann, kommen wir wieder ein bisschen mehr in die Gegenwart, sprechen vielleicht auch ein bisschen über Peter Sajehan, den du sehr schätzt, ein aktueller Analytiker, und guck mal dann mehr so auf die Gegenwart. Was steht jetzt an in diesen bewegten Zeiten? Das ist eine super Idee. Sven, war mir echt ein Vergnügen, schon dieses erste Gespräch. Ich hoffe, euch hat das auch erreicht. Es sind interessante neue Gedanken, die wir hier entwickeln, muss ich sagen, auch im Gespräch. Und ich hoffe, das kommt bei euch auch so an. Deswegen bleibt uns gewogen und seid neugierig darauf, auf Teil 2, der in Kürze erscheinen wird.